Welcome to the Philippines. Hier geht's ein bisschen anders zu wie in Thailand, mein lieber Schwane. Ich bin jetzt schon fix und fertig, fang bitte los, schwitzt wie ein Schwein. Das Klima ist hier deutlich anders als in Thailand, näher am Äquator und dementsprechend läuft die Suppe runter. Der Verkehr ist auch völlig anders hier. Also in Thailand war es irgendwie gesitteter, hier ist mehr chaotisch. Nicht so einfach mit dem Rad, die Straßen sind auch schlechter, würde ich jetzt mal sagen, bis auf die manche Hauptstraßen hier. Die passt soweit. Ja, ich mache meine erste kleine Runde. 50 Kilometer habe ich mir zusammen geplant. Eben bin ich schon durch irgendeine Gasse gelotst worden. Das war wieder so eine typische Komoot-Abkürzung. Okay, diese Sammeltaxis sind auch lustig hier. Und es geht um irgendeinen See rum. So irgendein Damm, so ein Weiher. Farbigen hier. Um irgend so ein Weiher rum, mal gucken, wird jetzt nichts Besonderes sein, aber zum Eingewöhnen habe ich die jetzt mal geplant. Ich habe hier ein Leihbike, ein Bianchi, so eins hatte ich früher selber mal, genau dasselbe Modell, das war mein zweites Rad. Es hat eine ziemlich schwere Übersetzung, ich glaube das hat glaube ich sogar mehr als 39 Zähne vorne, das kleine, das hat 42, ich muss da mal gucken, geht auf jeden Fall schwer. Und die Sitzhöhe passt auch noch nicht, die muss ich auch noch anpassen. Jetzt muss ich mich erstmal anpassen hier an das Klima und an den Verkehr. Viel Spaß bei diesem Video. Ich will auch Spaß haben. Völlig verrückt hier, völlig verrückt. So, schauen wir uns mal das Bike an. Das ist ein Bianchi, keine Ahnung, ein Carbon-Tech steht hier nur drauf. Ich hatte damals, als ich das hatte, auch gerätselt, welches Modell das ist. Ich glaube, das ist irgend so ein Sondermodell. Das gab es gar nicht so im Katalog. Das war bloß im Laden standen. Auch so die Bianchi-Kenner wussten nicht so recht, was das für ein Modell ist. Ich glaube, es gab mal so ein 903 oder so ähnlich. Und sie vermuteten, dass das dasselbe Rahmen ist, bloß mit einer anderen Lackierung. Auf jeden Fall haben wir hier 105er Schalthebel dran. Der Rest ist Ultegra, Bremsen wie Kurbel und auch das Schaltwerk. Und ich habe hier meine Powermeter-Pedale rangemacht, die Asiomas, die habe ich mitgebracht aus Deutschland. Mir läuft die Suppe hier in die Brille, Wahnsinn. Ich nehme die mal ab. Und was ich noch mitgebracht habe, ist natürlich der Wahoo samt Halterung, weil das mussten wir hier unten montieren mit einer Schraube. Normalerweise mit zwei, aber hier gibt es nur ein Loch. Und meinen Sattel habe ich noch mitgebracht, weil da war auch irgendwie so ein anderer Sattel drauf. Das sah jetzt ein bisschen unbequem aus. Habe ich alles mitgebracht, anmontiert. Ich muss die Höhe noch justieren. Das ist noch ein bisschen zu niedrig, aber ich habe jetzt keinen Imbusschlüssel dabei. Das mache ich dann, wenn ich zurückkomme. Hatte jetzt auch keine Lust mehr umzukehren. Ich habe meine Trinkflaschen natürlich mitgenommen. Flaschenhalter waren dran. Die kleine Tasche habe ich noch mitgenommen. Da habe ich ein bisschen Kleinkram drin. Ja, und das wird jetzt mein Bike für die nächsten 3 Wochen circa. Ich habe vor, ein bisschen rumzureisen mit dem Rad von einer Insel zur nächsten. Ich mache noch Taschen dran, so eine Restrap-Satteltasche habe ich ja, so eine Reisetasche, so eine Arschrakete, wie man sagt. Und einen Rucksack werde ich vielleicht mitnehmen noch, oder muss ich mitnehmen, weil ich meinen Laptop drin habe. Und mal gucken, eine Lenkertasche. Werde ich mal sehen, muss ich mal austesten. Und ja, wie gesagt, damit geht es dann ein bisschen durch die Lande. Und ich schaue jetzt mal, dass ich weiterkomme, dass ich heute noch heimkomme. Also, viel Spaß. Beruhige, Sam.
Oh, coconut. You have coconut water? Yes, sir. Good. How much are 10 pesos for 20 pesos? 20, please. 20. Ooh, it's so hot in the Philippines. Yes, sir. Oh, very hot. Oh, my goodness. I'm sweating. Where are you from, sir? I'm from Germany. Wow. Yes. Thank you. Oh. So, ich bin jetzt hier außerhalb von Manila, in den Außenbezirken. Hier wird es definitiv ruhiger, weniger Verkehr und etwas ländlicher, wie man hier sieht. Ich bin jetzt auf dem Weg zu diesem Damm, La Mesa Damm. Mal gucken, was das für ein Dümpel ist. Ich habe es jetzt auch nur auf der Karte gesehen, ich habe nichts darüber gelesen, ob das jetzt sehenswert ist oder nicht, aber das war jetzt so das einzige Naherholungsgebiet, wenn man so nennen darf, was ich auf der Karte entdeckte. Alles andere ist nur zugebaut mit Beton. Aber das wird in den nächsten Videos noch besser. Aber man muss ja auch erstmal ankommen hier. Manila ist halt eine Großstadt mit, keine Ahnung, 18 Millionen oder 20 Millionen Einwohnern. Und die Hauptstadt der Philippinen. Von daher ist es halt so, wie es ist. Mit dabei ist hier die InstaGo 2 wieder. Wer sich wundert, wie die sich da so an meiner Brust hält, das zeige ich dann später nochmal. It's magic. Und das Trikot ist von Sauke, genauso wie die Hose. Habe ich mir zuschicken lassen hier, direkt auf die Philippinen. Teste ich heute mal. Fühlt sich bisweilen ganz gut an. Jetzt geht's berghoch. Ich brauche die zweite Hand. Hot in the Philippines, mein lieber Schwan, dem Frank Peter, der läuft die Suppe runter. Oh, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich könnte die ganze Zeit trinken und selbst das hilft nichts. Also ich bin jetzt hier schon ziemlich weit außerhalb von Manila. Es wird zunehmend hügeliger, nicht bergig, aber hügeliger. Ich habe eine harte Übersetzung dran, habe ich festgestellt. Ich habe mir jetzt mal die Kurbel angeguckt und die Kassette. Die Kurbel hat vorne 39 und hinten 28. Also das wird ein bisschen heftig an den Bergen, ja, aber nicht an den Hügeln, außer sie sind sehr steil, aber bis jetzt bin ich überall hochgekommen, bloß wenn ich vielleicht vorhabe, irgendwie Touren mit dem Gepäck zu machen, dann ja, schaut die Geschichte ein bisschen anders aus, aber wir werden sehen. Let's see. Ich lasse das Ganze mal auf mich zukommen. Ja, an dem Damm bin ich schon irgendwie vorbei, man hat eigentlich gar nichts gesehen, da muss man wahrscheinlich irgendwie querfeldein und ja, vielleicht auf der Rückfahrt, wenn ich da irgendwie noch mal dran vorbeikomme, aber ich glaube es eher nicht. Ansonsten, hier ist es wirklich sehr schön. Alles voller Natur. Allerdings haben die hier auch gerade Burning Season. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier mit den Rauchschwaden. Da werden die Felder verbrannt, genauso wie in Chiang Mai, wo die dann irgendwann so im Februar anfangen, alles niederzubrennen. Und dann ja, ist ganz Chiang Mai in so einer Rauchwolke und in Dunst eingedeckt und im Dreck. Darum empfiehlt es sich eigentlich nur so von ja, November bis Ende Januar nach Chiang Mai zu reisen, weil ansonsten wird es eklig. Und später beginnt dann eh die Regenzeit. Und ja, soweit erstmal hier, Standortbestimmung. Mit dabei ist übrigens auch hier die kleine Go 2 wieder. Wenn ihr euch fragt, ja, wie hält denn die hier an dem Trikot? Ist das Magie oder was ist denn das? Naja, das ist ein Magnet. Ich habe hier ein Magnet mittels einer Kette und das kann man hier einfach so anbringen. Und das ist ganz praktisch, wenn man mal irgendwo schnell was aufnehmen will. Die schaltet sich ziemlich schnell ein. Also ich drücke drauf und innerhalb von einer Sekunde fängt das Filmen an. Nicht so wie bei der GoPro, wo man da irgendwie 3-4 Sekunden warten muss. Oder hier die Insta X2, die One X2, die braucht auch ziemlich lange, bis sie dann das Filmen anfängt. Das geht hier ratzfatz.
Und die Klamotten hier, die sind von Sauke. Hier dieses schöne bunte Trikot, das habe ich mir gleich hier in die Philippinen oder zu den Philippinen her schicken lassen. Trägt sich eigentlich so ganz angenehm. Die Hose hier, da muss ich leider sagen, qualitativ nicht so das Beste. Ihr seht, der Schweiß rennt hier runter. Da löst sich schon der Schriftzug. Also sie trägt sich zwar ganz gut, das Polster ist bis jetzt angenehm für die erste Ausfahrt, aber das ist natürlich ein No-Go. Das geht gar nicht. Also ein Trikot, wie gesagt, könnt ihr euch bestellen. Ich verlinke das Ganze mal unten, könnt ihr euch angucken, ist ganz okay. Aber die Hose, ja, vielleicht nur ohne Schriftzug. Also für mich geht es jetzt mal weiter. Ja, das war wieder die wundervolle Planung von Komoot. Rennrad-Einstellung und dann kommt es hier auf dem... Das ist ja nicht mal mehr Gravel, das ist ja hier schon, keine Ahnung, Dschungelpfad, Wild West. Ah. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Das Rad wird es hoffentlich aushalten. Das ist jetzt der einzige Weg. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwo anders lang zu fahren. Also Augen zu und durch. Ja, da kam ich gerade her. Dank Komoot, Rennradplanung über solche Wege hier. Aber hier wird gerade neu geteert. Der Hund kommt auch schon. Und für mich geht es jetzt hier lang. Hast zumindest die linke Seite schon mal fertiggestellt. Das ist ja schon mal ein Lichtblick und ja, es kann nur besser werden. Schlechter als hier geht es eigentlich kaum mehr. Das ging dann auch noch bergab hier über irgendwelche Steine und Löcher und was weiß ich. Also es war jetzt eher Mountainbike-tauglich wie Rennrad-tauglich. Wir gucken mal, was uns da erwartet. Los an den Jeff Vogel in Chiang Mai. Wenn er mal wieder eine Tour über Dirty Roads planen will, kann er hierher kommen. Hier hat er seinen Spaß. Hier rechts befinde ich mich. Links geht die offizielle Route, die ich aber verweigert habe, weil das wieder über Schotter ging. Und ich habe gesehen auf der Karte, da ist eine Parallelstraße. Und der Weg zu dieser Parallelstraße war schon geteert. Da habe ich mir gedacht, nimmst du mal hier die Verbindung und in der Hoffnung, dass dann die andere Straße auch geteert ist, was auch der Fall ist. Allerdings die andere Straße da drüben irgendwo, die parallel geht, ist voller Schotter. Da wollte ich mich Komoot wieder langjagen. Es ist unglaublich. Und meinen ersten Platten habe ich jetzt. Plattfuß in the Philippines. Und nichts dabei. Weil ich mir dachte, komm, die 50 Kilometer, ich habe mein Zeug auch nicht gefunden und war eh schon spät dran. Da kommen wir jetzt, fahr los. Ja, so wird man bestraft, wenn man nichts mitnimmt, genau dann passiert was. Aber naja, wir schaffen das schon. Wir schaffen das, wir sind ja im Urlaub. Wir lassen uns die Laune nicht verderben. Immerhin habe ich jetzt eine geteerte Straße, das ist schon mal was. Ja, Plattfuß nach wie vor da. Wie soll er auch verschwinden ohne Reparaturkit und ohne Pumpe? Aber ja, können wir jetzt nicht ändern. Es ist, wie es ist. Ich fahre halt jetzt auf der Felge weiter. Zum Glück ist die Straße jetzt wieder geteert. Weil vorher war hier wieder Offroad. Da habe ich dann geschoben. Da ging es hoch, runter, über Löcher und Steine. Also ich weiß nicht. Irgendwie habe ich eine falsche Route hier ausgewählt. Aber jetzt Richtung Manila soll es dann besser werden und ja, ich weiß nicht, wie weit ich noch habe, 20, 25, 30 Kilometer, keine Ahnung. Zur Not kann ich jemanden rufen, der mich abholt, aber mein Stolz verbietet mir das jetzt erstmal. Ich schaue jetzt, dass ich so weit wie möglich vorankomme und ja, mal gucken. Mal gucken, wie es ausgeht, hier in den Philippinen.
Ich bin jetzt gerade an der großen Müllhalde vorbeigefahren. Ja, da sind natürlich ein paar Leute, die dann noch nach irgendwelchen Dingen suchen. Da schaut die Welt dann schon wieder ganz anders aus. Das sind so kleine Problemchen, was der Frankenpedaleur hat mit seinem Reifen, Nebensache. Da geht es um ganz andere Sachen hier. Die Hunde streunen rum, suchen nach Fressen. Ja, und nebenbei hast du hier dann die schöne Landschaft. So sind die Gegensätze. Are you on YouTube? He's shy. Ja, der junge Mann hat mir jetzt gerade geholfen, hier die Bike-Werkstatt zu finden. Und der andere junge Herr hilft mir jetzt, das Loch zu finden in dem Schlauch. Und da drüben irgendwo steht das Rad. Da ist ein anderer Vulkanisseur, aber der kann das nicht machen, weil er den Adapter nicht hat zum Aufpumpen. Aber er hat die Pumpe dazu, also müssen wir jetzt ein bisschen hier zusammenarbeiten. Aber wir werden das Kind schon schaukeln. So, das Loch haben wir gefunden. Jetzt geht es zurück zum anderen Shop und da wird es jetzt vulkanisiert. Dann kommt es wieder auf die Felge und zum Aufpumpen gehen wir wieder in einen anderen Laden. Besser ausgestattet wie ich. So, Patient operiert. Jetzt muss er nur noch genesen, indem wir jetzt die Luft reinpumpen. Das machen wir jetzt wieder hier drüben beim Kollegen. Der Wagen rollt wieder. So, Luft ist drin, alles repariert. Ich hoffe, sie bleibt auch drin. Ich habe jetzt gerade noch mal gefühlt, es war, glaube ich, schon wieder ein bisschen weich, aber egal. Das schaffen wir jetzt gerade zurück. Bei der Gelegenheit beende ich das Video gleich mal, bevor es mich hier noch auf die Schnauze haut. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Schalte wieder ein beim nächsten Video. Gib einen Daumen hoch, abonniere den Kanal unbedingt. Und ich sage... Ich sag ciao ciao from the Philippines. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye bye. Oh,